Liebe Freunde des guten Geschmacks, herzlich willkommen bei Tim's Kitchen. Heute bereite ich für euch ein glasiertes Schweinekarree zu. Das ist ein ganz tolles Gericht, was ihr wunderbar vorbereiten könnt, in den Ofen schieben könnt, was eigentlich relativ wenig Zeit kostet, aber doch super lecker ist und ideal, um es für Gäste zu kochen, für Freunde zu kochen, wenn man einfach dann auch mit den Gästen viel Zeit verbringen möchte und nebenher das Essen zubereitet. Für unser glasiertes Schweinekarree brauchen wir Sojasauce, Karotten, Pancetta, Salz, Limette, Rohrzucker, Honig, Kartoffeln, Rosmarin, das Schweinekarree, Butter, Knoblauch und Olivenöl. Und wie wir das jetzt zubereiten, das zeige ich euch. Wenn ihr mit so einem mageren Stück Fleisch wie einem Schweinerücken arbeitet oder auch jedes andere sehr magere Fleisch, habt ihr immer die Gefahr, dass es trocken wird. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, das zu vermeiden. Und das Geheimnis ist Butter. Dazu nehmt ihr euer Stück Fleisch, und stecht in diesem Fall mit einem spitzen langen Messer so im Abstand von 1 Zentimeter mittig vom Fleisch einmal ein. Das macht ihr durchgehend durch das ganze Fleisch, dass ihr einfach so einen tiefen Stich habt. Nicht ganz durch, so gut bis zur Mitte. So. Und dann nehmt ihr euch eine Butter, am besten, wenn sie noch relativ kalt und fest ist, und schneidet euch einfach so ungefähr so groß wie der kleine Finger etwas runter. Das muss auch gar nicht so viel sein. Schau her. Hier, so in der Größe, das reicht voll und ganz. Und das steckt ihr einfach in die Schnitte rein. Die sind zu klein, macht sie einfach einen kleinen Tick größer. So, und da steckt ihr die Butter rein. Und die bewirkt nachher, dass das Fleisch richtig schön zart und richtig schön saftig bleibt. So, für die Glasur nehmen wir 2 Esslöffel Sojasauce. Dann den Saft einer Limette. Einfach reindrücken. Dann ungefähr 2 Esslöffel Honig. 1, 2. Eine Prise Salz. Und 2 Esslöffel Rohrzucker. Ich mag den lieber als braunen Zucker, weil er feiner ist und sich einfach in Marinaden schöner auflöst. Das Ganze gut und gleichmäßig verrühren. Und dann können wir gleich unser Schweinchen damit einreiben. Damit sich unser Schweinchen später im Ofen nicht so einsam fühlt und wir gleich eine leckere Beilage haben, nehmen wir in die Auflaufform ein paar Kartoffeln. Dann habe ich 3 Karotten, die schneide ich grob. So, die kommen dazu. Dann habe ich hier einen Pancetta, den schneiden wir auch in Stücke. Das darf ruhig ein bisschen grob sein. Auseinanderzupfen und da rein. Der gibt nachher einen ganz tollen Geschmack ab. So.
Dann kommt Rosmarin dazu. Frischen habe ich jetzt nicht bekommen. Deshalb habe ich mir im Sommer welche eingefroren. Gerade mit Rosmarin geht das wunderbar. Die Nadeln sind schon abgezupft. Die tun wir gleich darüber. Und Knoblauch. Den schälen wir noch schnell. Einmal auf den Kopf hauen. Und runter mit der Schale. In dem Fall benutze ich eine Presse. Es gibt jetzt ganz viele, die schreien, oh Gott, eine Knoblauchpresse. Nein, nein. Da wird doch alles bitter. Ich glaube, ich habe schon 1000 Knoblauchzehen durch so eine Presse gehauen. Bei mir ist noch nie was bitter geworden. Also habe ich damit gar kein Problem und es funktioniert wunderbar. Noch eine Prise Salz. Und natürlich gutes Olivenöl, extra Vergine. Denn wir wollen uns ja auch was Gutes tun. So. Dann mische ich das durch mit den Händen. Meine sind gewaschen und ich finde, das ist gar kein Problem. Da muss ich nicht noch extra einen Kochlöffel schmutzig machen. So, schau her, dann lege ich mir das so als Bettchen hin. Und da kann dann nämlich gleich unser Schweinchen drauf. Das müssen wir jetzt nur noch glasieren. So, unser Schweinchen setzen wir jetzt schön auf die Kartoffeln. Nehmen unsere Glasur und verteilen die gleichmäßig auf dem Schwein. So. Es darf auch alles ruhig unten reintropfen, das ist gar kein Problem. Der ganze Zucker und der Honig, die karamellisieren nachher. Es gibt eine herrliche Kruste und wird super lecker. Das Ganze schieben wir jetzt in den Ofen für 2,5 Stunden bei 170 Grad. Und ihr braucht eigentlich nichts mehr machen, also perfekt zum Vorbereiten. So, unser Schweinchen mal 2,5 Stunden im Ofen. Schau her. Wunderbar karamellisiert, schaut ganz toll aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Das Rezept findet ihr wie immer auf www.timskitchen.de und über ein Like würde ich mich sehr freuen.